Sie brauchen mehr Dampf, sie brauchen mehr Zugriff und sie müssen mehr in die Tiefe gehen. Mein Gott, was für ein Treffer von Pegeler. Aber man muss natürlich auch sagen, die Schiedsrichter müssen das auch mal erkennen, dass dort zwei, drei gegnerische Abwehrspieler permanent im Kreis verteidigen. Also, das ist so offensichtlich, das muss man auch erkennen. Und deshalb ist dieser Treffer mehr als nur verdient. Billig. Sie haben Qualität. Janko Bozovic, auch er spielt in Deutschland, zweite Liga beim VfL Gummersbach. Böhm. Schmidt jetzt im rechten Rückraum. Kohlbacher, das ist seine Welt. Dort unten kurz über dem Hallenboden. Da ist er einer der Besten weltweit. Hier in diesem flachen Anspiel. Und schauen Sie, wie der abtaucht. Gar nicht der Sprung nach vorne, wie man es normalerweise annimmt. Wird auch noch am Trikot gezogen. Und dann quasi ein Unterarmwurf. Sehr stark dieses Anspiel von Jankovic auf Robert Weber. Das war ein genialer Pass von Bitter. Ein genialer Pass von Bitter, der sieht, dass Kastening nach vorne geht. Und vor allem auch anspielbereit ist. Oh, hat der gepasst. Die Handball-Europameisterschaft live im Ersten.